In keinem anderen Land Europas sind Flüchtlinge so willkommen wie in Schweden. Und in kaum einem anderen Land hilft der Staat den Einwanderern so großzügig. Das ist die eine, die sonnige Seite. Die andere, die Schattenseite, hat Europa im Mai zu sehen bekommen, als in den Vororten von Stockholm Autos brannten. Als eine Jugend aufbegehrte, die den Glauben an ihre Zukunft verloren hat. Heute, ein halbes Jahr später, ist wieder Ruhe eingekehrt. Auch weil die Migranten ihre Sicherheit jetzt selbst in die Hand nehmen. Freitagnacht in Husby, einem Vorort von Stockholm. Zu sechst gehen sie hier ihrer Arbeit nach. Midborgarvert nennen sie sich, eine Art jugendliche Bürgerwacht. Sie sprechen mit den Kids, die hier bis spät in die Nacht rumhängen, sorgen für Ruhe, wenn die Stimmung hitzig wird. Einer von ihnen ist der 23-jährige Faniel Girmazion aus Eritrea. Er ist hier aufgewachsen und seit 3 Jahren dabei. Wir hören zu, wenn die Jugendlichen Probleme haben und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Uns kennen sie, seit sie klein sind, uns vertrauen sie. Es geht dabei viel um Vertrauen und eben um Sicherheit. Husby im Mai diesen Jahres. Autos brennen, eine Welle der Gewalt erschüttert das sonst so beschauliche Schweden. Die angestaute Wut der Jugendlichen entlädt sich bei Straßenschlachten mit der Polizei. Ausgelöst hatte die Randale der Tod eines 69-jährigen Mannes in Husby. Polizisten hatten ihn erschossen. Plötzlich sprachen alle über den Problemvorort Husby. Rund 12.000 Menschen leben hier, 80% davon Migranten. Die Arbeitslosenquote ist hoch, genau wie die Kriminalität und die sozialen Missstände. Das Ganze damals war chaotisch. Es gibt hier viele Ungerechtigkeiten und es gab schon immer Probleme. Aber es ist nie so eskaliert. Ich habe Husby nicht wiedererkannt. Es war erschreckend, wirklich. Seit den Krawallen arbeiten die Jugendlichen auch verstärkt mit der Polizei zusammen. Man tauscht sich aus, 1 bis 2 Mal in der Woche. Es gibt hier viele Probleme, die wir als Polizei allein nicht lösen können. Da ist die Gesellschaft und die Politik gefragt. Da geht es um Integration, Schulausbildung und Arbeitsplätze. Es fliegen keine Steine mehr, die Probleme aber sind geblieben. Dass es an diesem Abend alles ruhig bleibt, ist vor allem auch Ihnen zu verdanken, der Jugendlichen Bürgerwehr von Husby.